Ergebnis hier auch relativ klar war mit 4:1, trotzdem die einzelnen Sätze. Finale. Starker Ball. Ganz starker Ball. Eigentlich unglaublich, welches Durchhalte und Stehen. Und das, obwohl Paul immer aktiv bleibt, zieht den Topspin. Yoshida aus extremen Situationen. Die Rückhand kann er nur mit seiner Benholder-Technik ohne Druck zurückspielen, aber wenn er dann wieder auf die Vorhang umschaltet, dann bleibt die Qualität der Bälle. Ins Out. Mit guter Taktik im Moment gegen den deutschen Weltranglisten-Zweiten. Ah, wieder stark gespielt, aber diesmal mit dem Le- Jawohl. Wirklich schöne Ballwechsel, weit hinter dem Tisch, lang gezogene Topspins und Paul bewegt den Japaner, das ist das Geheimrezept, hält ihn dann immer wieder auf der Rückhand, da tut er sich schwer, wobei er sehr gut. Ja, diesmal. Mhm. Ja. Körperlich extrem nervlich hervorragend, wie Paul darauf reagiert. Er bleibt einfach konstant, spielt super Qualität, tolle Länge. Yoshida kann. Und sicherer, sicher auch ein bisschen wachgerüttelt durch diesen ersten Satz, den Yoshida weniger gut spielt, nie etwas hört. Sensationell war.
er damit sofort in die Offensive geht und wie der diese Angriffe von Paul wieder auf die Platte zurückbringt. Schauen Sie mal, wo die landen, die Bälle, die landen. Aber eindrucksvoll abge. Ja, das mal absolut offen. Der bringt einfach alles zurück. Bringt es nicht nur zurück, sondern bringt es aktiv zurück. Schauen Sie sich das an. Tolle Bälle sind das. Da will er am Netz. Keinen Gegenangriff zu ermöglichen. Will immer wieder auf die Rückhand, aber der Japaner Yoshida. Und dann hat er Glück. Ja, das ist bitter für Yoshida. Nach einem extrem guten Spiel des Tischtennis und fordert die Nummer 1 des Turniers hier entscheidenden Punkt beim Satzball. So ein Punkt. Auf Distanz zu halten. So, 3:1. Gewinnt er den nächsten Satz, dann steht er im Halbfinale. Guckt ein bisschen zu viel davon. Oh. Dessen Aufschlag dann gegen den Match. Und auch da, aber das ist alles ein Ergebnis seines Kampfes. Verhaltungen, aus denen Yoshida die Vorhand spielt. Paul nicht die Gelegenheit zu geben, seinen Spin zu verschärfen. Jetzt. Ja, und jetzt.
das ist schwer. Beide haben aber sicher näher als Yoshida dem Satz gewinnt. Der war zu lang. Auf die Gelegenheit. Diesmal hat sich die. Schade eigentlich. Macht Spaß dazu zu schauen. Ja, sogar Vorsicht. Oh! Ja, schade. War ein tolles Match des Japaners. Aber die Konstanz von Timo Boll, die Klasse der Nummer 2 der Welt, hat sich im Endeffekt doch durchgesetzt. Es war der härteste Gegner für Timo Boll bisher in diesem Turnier. Kompliment an den 29-jährigen Japaner.